wir können uns ein wenig Zeit lassen. Sommer noch, you know, Monat 6 und Monat 7, Juni und Juli. Im August können wir das dann releasen. Musik 30. Come on, Standard. Warte mal, wir haben keinen Musiker eingestellt. Sound. Gibt's auch gerade irgendwie keinen. Ich weiß auch nicht warum. Mitarbeiter? Doch, wir haben einen Soundartist. Ich bin komplett lost. Wir haben einen Soundartist. Warum dann die Musik so hinterherhängt? Ich weiß es nicht. Gut, 1976, wer kümmert sich um Musik? Soundtrack in Videogames? Was ist das? Ah, der Messestand. Der Messestand. Möchtest du dieses Jahr an der Mad Games Convention teilnehmen? 16.000 Zuschauer erwartet. Of course, nehmen wir den großen Messestand und nehmen mit The Legend of Elder und Paradise Island und stell's kurz vor. 1600 Fans! That stonks. That goes stonks. That goes stonks. Wo wir auch gerade schon dabei sind. Ich habe mich ein wenig erkundigt und wegen der Forschung. Eigentlich müssten wir so schnell es geht eine Forschungsanlage einrichten, damit wir die Qualitätssicherung durchführen können und damit wir unsere Spielberichte ansehen können. Damit wir sicher gehen können, dass meine Liste auch richtig ist. Genau. Ah, ich weiß nicht. Jetzt oder später? Gameplay 60. Gameplay 60. Gameplay 60, wir hauen's raus. Entwicklung abschließen. Very good. Publisher. Wir nehmen wieder Epicsware. Ab 6, das ist gut. Und es hat. Was hat unser erstes Game? Auch 65? Geht hin. Zum Gameplay ist zu sagen, durchdachtes Spielprinzip mit kleinen Schwächen, kleineren Schwächen. Die Optik ist eine Katastrophe, ist keine Katastrophe, keine Katastrophe, ist aber von Preisen weit entfernt. Die Musik und die Soundeffekte sind mit ein paar Ausnahmen ganz annehmbar. Die hervorragende Benutzerführung hat mich komplett überzeugt. Vor dem Test hatte ich keine hohen Erwartungen und wurde überrascht. Zu einem Hit reicht es dennoch nicht. Perfekt zum Ende des Soundtracks. Okay, gut. Mal sehen, wie sich Paradise Island hält. Und ja, eigentlich können wir uns noch einen Mitarbeiter gönnen, wenn es irgendwelchen gibt. Game Testing? Game Testing. Rein mit dir. Welcome to the Team. Forschung? Wir haben einen Forscher, wir haben einen Forscher, aber wir bräuchten einen extra Raum dafür. Ach komm, noch nicht, noch nicht. Programmierer? Naja, wir bräuchten eigentlich Grafiker und Sound. Sound gibt's gerade nicht, also nehmen wir einen Grafiker. Wir nehmen. Den du da. Rein mit dir. Und wenn wir schon dabei sind, let's go. Na, ich hätte gerne jetzt schon die Forschungseinrichtung. Leider zu wenig Platz dafür. Obwohl ich hier in der Ecke. Warte. Warte mal. Forschung? Wir machen uns unser eigenes kleines Forschungslabor. Eine Mindestgröße von 3 mal 3. Okay. Dann nicht. Dann nicht. Dann müsste ich hier eine Toilette wieder rausnehmen. Warte mal. Eine Toilette müsste ich wieder rausnehmen. Stellen wir das um. Dann. Das da. Das weg. Das weg. Das weg. Das weg. Und
Die Heizung kann doch trotzdem bleiben. Die Bilder auch. Das kann weg. Der Burner kann auch ganz ehrlich, damit es nicht so voll aussieht. Der Burner kann auch hier hin. Dann haben wir zwar nur zwei Toiletten, aber wir können eine Forschungseinrichtung bauen. Dahin. Es fehlt eine Tür. Die Tür ist ganz easy hier drin. Und Arbeitsplatz. Snapping ist aus. Snapping mache ich an. Nee. Ein Arbeitsplatz hierhin und ein dahin. Snapperino. Warum? Ach komm. Lassen wir die beiden da und die Einrichtung of course. Die Einrichtung darf nicht fehlen. Da eins Mülleimer. Da eins Heizung. Da eins Medizinkasten. Und der Rest. Ja. Pflanze vor die Garagentür. Und die Bilder. Die bekannten Bilder. So kann man es lassen. So kann man es lassen. Da würde jetzt noch ein Wasserspender. Ach komm. Das Wasserding. Hierhin. Nee, da passt nicht mehr hin. Dann dahin. Kaffee. Ach ja, eine Kaffeemaschine. Obwohl es auch nur. Wir sind mal nicht so. Jetzt Forschungsdudes. Die haben viel zu tun, aber ist egal. Forschung. Ein Forschungsdude haben wir. Und der ist teuer. Naja. Rein mit dir. Du hast einiges zu tun. Gameplay Features Genres. Genres können wir zuerst machen. Oder Gameplay Features. Komm, machen wir zuerst das. Zu viel. Ganz ehrlich. Erst sagen die Leute bei Legend of Elder, wo ich Gewalt auf 1 gesetzt habe, das Lowste, dass es zu wenig ist. Dann habe ich es auf 2 gestellt und die Leute sagen, es ist zu viel. War die 1,5 oder wie? Der Forschungsdude macht kurz seine Arbeit und dann geht's weiter mit dem nächsten Game. Viele Fans sind vom Sound enttäuscht. Ja, Sound müsste besser sein. Bin ich auch dabei. Sound können wir noch Brainlag verbessern. Das ist das Wort, wonach ich gesucht habe. Verbessern. Ah, da ist der Roboter in Einsatz. Der ist cute. Data West hat das Game Escape veröffentlicht. Sehr kreativer Name. Sehr creative. Der macht noch kurz Controller Support zu Ende. Wärme, da ist es ein bisschen kalt. Naja, aber nicht so kalt, dass der sich beschwert. Also alles gut. Okay, er ist fertig. Das heißt, wir können eine Engine entwickeln. Die Geschickwerk. Oder auch nicht. Warte. Engine Features gibt's ja noch gar nicht. Ich bin lost. Genres, Themen. Was habe ich gesagt? Qualitätssicherung. 200k? Weißt du was? Erst einmal die hier. Während wir währenddessen ein kleines, feines Game machen. Nächstes Game.
Geschicklichkeit. Na, wenn Legend of Elder nicht so gut laufen würde, würde ich jetzt schon in den zweiten Teil bringen. Ach komm. Geschicklichkeit und historisch und nennen es irgendeine Anspielung an History. Und nennen es History Maker. I don't know. Super History Maker. Nee, das klingt so sehr dann nach einem Plattformer. Ich habe eine Idee. Nicht super? Mega. Nee. Rising His. Nee. Ach komm. Wir lassen es erstmal bei History. History Rising. Das ist gut. History Rising. Nehmen wir mich als leitenden Entwickler, genau. Standard Game. Und eigentlich müssten wir jetzt ja wissen, wie es aufgeteilt wird. Historisch. History, right? Ich überlege gerade, sollten wir ein anderes Thema nicht zuerst machen, um etwas mehr reinzukommen? Wir machen noch mehr Droiden. Droiden. Als Unterthema hätte ich dann gerne das. Droiden. Ich ändere es. Nicht History Rising, sondern. Techno Rising? Techno Rising. Wir könnten auch ganz easy das oder das machen. Ach komm. Ribot Rising. Ich weiß nicht, wie ich darauf kam, aber Ribot. Ach komm. Ribot. Rice. Oder erst einmal ganz nichts aussagend. Ybot. Ich bin kreativ, I know. 5, 2, 8, 5, 2. So. So, so? Nee, das war anders. So rum. Gib mir eine Sekunde. Ich kann mir das nicht merken. Ich weiß nicht warum. Ich kann mir das nicht merken. 2, 3, 8, 7, ja. 2, 3, 8, 7. 2, 3, 8, 7. Whiteboard. Alles drin. Yes. 2, 3, 8, 7. Ist richtig. 7, 7, 1, 1, ja. Obwohl bei dem letzten Game mit Ruinen, ich versuch's mit 2. Dann hiervon alle rein. Und let's go. Achso, die Sprachen. Let's go. Wahrscheinlich unser letztes Geschicklichkeitsgame fürs Erste, weil Adventure is coming. Ja, weiter. Entwicklung fortsetzen. Gibt es denn inzwischen Forschung? Immer noch nichts. Ein Game Tester? Oder warte mal, wo bräuchten wir denn gerade Support? Programmierer, Grafiker, Game Tester haben wir. Wir bräuchten Game Designer. Gibt's da was? Ja, das gibt es. Ich nehme den Dude. Rein mit dir. Ich würde sagen, hält sich gut soweit. Beides jetzt. Legend of Elder irgendwo bei 1,6000 und Trouble Paradise Island auch. Oh, Forschung fertig. Sonstiges zu teuer noch für jetzt, I guess. Also,
Mach weiter mit den Genres. Oder? Nee, warte. Die Themen. Das ist neu. Adelzhäuser. Daran kann ich mich vorher nicht erinnern. Wir nehmen irgendetwas random. Irgendetwas random. Und let's go. Inseln. Dazu hätte jetzt Paradise Island wirklich gepasst. Wir lassen noch ein bisschen polischen. Polishing, polishing, polishing. Kaching. Noch ein bisschen polishing. Ich hätte gerne noch Grafik auf 50 und das auf 60, das auf 60, das noch auf 50. Let's go. Und Gameplay auf 80. Alles gut. Na dann, Entwicklung abschließen. Eigentlich könnten wir noch ein bisschen mehr raushauen. Come on. Wir nehmen uns noch eine Woche Zeit. Wir nehmen uns noch eine Woche Zeit. Okay, gut. Jetzt aber. Ah, ich bin unentschlossen. Immer wenn ich das raushauen will, fällt mir was Neues ein. Wisst ihr was? Come on, wir machen Weihnachtsgeschäft raus. Wir machen Weihnachtsgeschäft raus. Und let's go. Ja. Alles soweit gut. Geschicklichkeit. Wir können immer noch Epics Wear nehmen, aber wir können auch noch was anderes nehmen mit einer stärkeren Marktstärke. Konami, Komani, sorry, Komani und Nanko. Nanko. Nehmen wir Nanko. Ja. Let's go! 81%! Unser erster Hit, Y-Bot. Frag mich nicht, wie ich darauf komme. Y-Bot. Gameplay 81%, Grafik 73% ist okay. Sound 88%, Steuerung 96%. Steuerung haben wir drin. Das Spieldesign ist sehr anspruchsvoll. Aber es macht wirklich Spaß. Die Visualisierung ist wirklich klasse. Man will die Augen kaum abwenden. Gute Soundeffekte und ein toller Soundtrack begleiten das Spielgeschehen. Die herausragende Steuerung lädt zu Experimenten ein. Überragend gut. Ein Meilenstein im Genre, das einen Trend auslösen könnte. Und das in unserem ersten Jahr als Entwickler, als Entwicklerstudio. Fortsetzung wurde freigeschaltet. Let's go! Let's go. Wir sind offiziell eine Garagenfirma. Wir sind offiziell auf den Zettel von Leuten. Schade. Nichts bei den Game Awards gehabt. Mad Games Awards. Aber auch nicht das schlechteste Game. Das ist am Anfang, glaube ich, das Beste. Beenden. Aufgabe abbrechen. Sonst was? Nee. Komm, mach weiter mit Themen oder Denkspiel. Ich weiß es nicht. Denkspiel. Renn damit. Und wir können straight weitermachen. Warte kurz. Irgendwas. Irgendetwas. Game Design. Haben wir? Game Designer, Game Designer, Game Designer. Wissenschaftler. Game Designer haben wir. Wir könnten noch einen Programmierer gebrauchen oder noch einen für Sound. Ich nehme noch gerne einen Sound Dude. Es gibt einen Sound Dude. Gibt es einen Grafiker? Es gibt Grafiker. Ich nehme Grafiker. Und Soundartist. Und setze sie beide hier rein. Und muss den Raum etwas größer machen. Okay, dann lass mich kurz den Raum umarbeiten. Oder ist das zu viel? Nee. Das nicht und das nicht. Der Teil kann gern bleiben. Da muss ich die Tür nicht umstellen.
Genau, und die Dinge weiter nach hinten setzen. Ach so, das sind die, ich dachte schon, Bug. Das sind die Bilder von draußen. Nee, da hängt eigentlich schon einer. Der kann. Slapping. Ach, come on. Dann dahin. Jetzt ist es den Leuten nicht mehr zu voll und es kann weitergehen. Let's go. Legend. Ich wollte schon Story of Elder sagen. Legend of Elder geht etwas zurück. Aber ist okay, hat sich sehr gut gehalten. 30 Wochen lang. Seien wir ehrlich. Ist schon nice. Ist schon nice. Bis jetzt. Sehr zufrieden sind mit Ybot. Freut mich. Wirklich. Oh nee. Wir bräuchten noch einen Forscher. Wir bräuchten noch einen Forschungsdude. Es gibt Forschungsdudes. Rein mit euch. Zweite Forschungsdude, das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Okay. Ich hätte gerne eine Engine, bevor ich weitermache, aber es gibt nichts dazu. Dann halt nicht. Dann neues Game. Let's go. Fortsetzung. Nicht unbedingt. Was? Warum die Pillets? Warum nicht mich? Wir nehmen. Geschicklichkeit, um darin Erfahrung zu halten, wäre sehr gut. Rennspiel? Ja, Rennspiel wäre nicht so bad. Denkspiel ist unbeliebt und das ist so in der Mitte. Wir nehmen ein Adventure und setzen dazu Inseln. Ein Insel-Adventure. Oh, Kenner wissen, worauf ich hinaus will. Kenner wissen, worauf ich hinaus will. Ich nehme an, dass nicht so viele von euch das Spiel kennen, aber die Älteren. Trademark. Die Älteren unter euch dürften das Game doch kennen, oder? Monkey Island? Ist ein Classic. Okay, dass ich es jetzt schon raushau. Eigentlich ist das aus den 90s. Aber dass ich es jetzt schon raushau. Es bietet sich gerade so schön an mit Adventure und Inseln. Actually. Warum nicht? Könnte man noch ein anderes Tier nehmen? Nee, komm. Wir lassen es bei Monkey Island. Wir belassen es erstmal dabei. Wer dachte, dass The Secret of Monkey Island der erste Teil ist? Nee, das ist der erste. Ist wie Legend of Zelda. Oder in dem Fall hier Legend of Elder. Für den Byte. Alles drin, alles drin, alles gut. Dann müsste ich wieder auf meine Liste schauen, ihr kennt das. Adventure. 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 Erwachsene. Okay. Erwachsene ist die Zielgruppe. 2151. Erwachsene ist die Zielgruppe. Hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht, aber ist okay. Doch, ja, doch. Schon macht Sinn. Erwachsene Zielgruppe. Zielgruppe. Adventure 2151 2151 oder ist es jetzt genau andersherum? Sehen wir ja, je nachdem, wie es jetzt ausgeht. 10975 10975 10 9 7 und 5 passt. Next. 5 5 7 5 5 7.
Würde ich aber auch gerne mal ausprobieren. Was passiert, wenn das? Darf es dann nicht rausgebracht werden? Dürfen wir es nicht verkaufen? Wäre schon funny. 5, 5, 5, 5, 7 und 30, 40, 30, 15, 15 für Adventure? Oder habe ich mich verlesen? Ne, 40, 30, 15, 15. 40, 30, 15, 15. Passt. Und dann. Help. Das war kein guter Move. Weiter geht's. Okay. Unser neues Game, Monkey Island. Leider noch nicht die Erfahrung in Inseln und Adventure, aber come on. Die Erfahrung kriegen wir. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Let's go. Yes. Wir haben ein Denkspiel, was gerade leider unbeliebt ist. Und ich habe da gerade gesehen, der Commodore. Der Commodore. Text-Adventure? Das habe ich nicht ausgewählt. Obwohl, kann man ja auch so verstehen. Viele Fans sind begeistert von der Steuerung von Wiiboard. Bis jetzt sieht's gut aus. Ihr schafft das. Rennspiel ist durch. Rennspiel ist durch. Macht weiter mit den Themen. Nahrung, Musik, Motorräder, Monster ist nice. Weiter geht's. Einige Spieler beschweren sich darüber, dass im Wipeout so viel. Ich verstehe diese Spieler nicht. Ich verstehe diese Spieler nicht. Es sieht ja so aus, als ob meine Liste richtig ist, die ich habe. Aber trotzdem steht da unten in der Ecke, Spieler beschweren sich wegen zu viel Gewalt. Ich get es nicht. Und Wipeout hat jetzt schon fast so viele Verkäufe wie Legend of Elder in 36 Wochen. Nach 8 Wochen. Wow. Okay, der Hype ist auch viel größer. Ist auch unser erster Hit gewesen. Spiel vom Markt genommen. Legend of Elder. Hast uns einiges eingebracht. Thank you. Wie viel kostet eigentlich das hier oben? 1,3 Millionen? Ja, of course. Wir laschen. Laschen. Wir lassen noch etwas polishen. Polished, 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 polished. Noch so einen Monat ungefähr. Dann dürfte es gehen. Ich meine, bis jetzt scheinen die ja zufrieden zu sein, die Leute. Da fällt mir ein, woran ich bis jetzt noch gar nicht gedacht habe. Ganz wichtig, ganz wichtig. Man kann es nie übertreiben. Entwickler und ihre Teppiche. So. Damit die noch ein Stück mehr konform sind mit ihrer Umgebung. Adventure Game Engine. Wait, 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 wait. Ein Gameplay-Feature, Secrets, und ein Engine-Feature. Engine-Feature ist gut. Weiter geht's. Dann können wir gleich eine Engine herstellen. Eine Engine programmieren. Und straight hinterher das Gameplay-Feature. Wir lassen so lange noch polishen. Wir hauen gleich raus. Themen. Let's go. Und na, bis 90. Bis 90 geht noch. Bis 90. Gameplay 90, dann hau ich raus. Let's go. Obwohl. Ach komm. Sonst wird es zu knapp mit dem Sommerloch. Adventure. 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 Dann nehmen wir. Na, das Denkspiel. E-Mix, I guess, sind die einzigen, die Adventure verkaufen. Nehmen wir E-Mix. Nanko, please. Ich habe euch für ein anderes Genre genommen. Oder habe ich was übersehen? Ich weiß nicht. Sogar noch besser. Sogar noch besser. Und es ist unser erster Versuch.
Es ist unser erster Versuch in diese Richtung und 83%. Es ist noch besser gedacht, geworden, als ich es gedacht hätte. Stellt euch jetzt mal vor, wir hätten die Erfahrung mit 4 oder 5 Sternen. Du, das ist Potenzial, was ich da sehe. Das ist Potential. Ein enorm motivierender Ansatz mit Sogwirkung. Die in jeder Hinsicht beeindruckende Grafik lässt die Konkurrenz alt aussehen. Zum Sound. Musikalisch bewegen wir uns auf einem sehr hohen Niveau. Toll. Die Steuerung könnte nur besser sein, wenn man das Spiel per Gedanken steuern könnte. Viel mehr kann man aus einem Computerspiel nicht verlangen, nicht rausholen. Es ist Spielspaß pur. Grafik, nailed it. Steuerung ist okay. Sound ist okay. Gameplay kann man besser machen. Alles in allem bin ich mehr als zufrieden damit. Nächster Hit.